Leute, bevor es jetzt losgeht, habe ich nach der Aufnahme des eigentlichen Videos noch meinen Code für den legendären Dungeon bekommen. Deshalb ist das Video auch erst 16 Uhr. Das heißt, für den legendären Dungeon könnt ihr meinen individuellen Creator-Code nutzen, wenn ihr wollt. Der heißt jetzt Honey-Party. Ja, Honey, Honny-Party. Die Buchstaben alle groß geschrieben. Schön kurzer Code. Ballert den ordentlich rein. Ich finde es nice. Ich habe nämlich wirklich gefragt, ob die meinen Code verkürzen können, weil Han Rizzle halt relativ lang ist. Jetzt heißt es Honey-Party. Ich finde diesen Code mega geil. Er gibt euch 50 Pilze. Ihr müsst Level 50 oder höher sein. Ihr müsst den Code einlösen bis spätestens Sonntag 23.59 Uhr. Und ihr könnt ihn nur einmal pro Char einlösen. Wenn ihr also mehrere Chars habt, könnt ihr ihn auch mehrfach einlösen. Oder ihr nutzt verschiedene Codes verschiedener Creator. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr Honey-Party nutzt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Alrighty, then, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Shakes Entwickler Video mit mir und Basti. Und gestern habe ich auf Englisch mein First Review vom Reworked Demon Hunter gemacht. Ja, Quatsch, Demon Hunter bin ich doof. Druiden meine ich natürlich. Und ich bin da ja sehr unvoreingenommen reingegangen. Und habe auch einige Sachen gut gefunden, aber letztendlich natürlich ist ja einfach viel zu stark. Es ist krass, was es ausgelöst hat. Die Community hat so viel Feedback gegen das Shakespeare-Discord, musste sogar geschlossen werden, weil es einfach too much Diskussion in allen Channels gefühlt war. Und seit gestern 18 Uhr ungefähr ist die Freiheit wieder da. Man kann dort wieder schreiben. Und auch Player Games hat sich schon offiziell zu diesem Thema geäußert über die Producer Notes. Ja. Und ich will erstmal noch ein paar Worte verlieren, und zwar nochmal allgemein, ja, falls ihr es im englischen First Review nicht so mitbekommen habt. Ich finde es prinzipiell gut, dass der Druide geändert wird. Auch die Art und Weise finde ich gut. Ich finde es gut, dass er in seiner Standardform etwas spezieller ist. Ich finde es gut, dass er jetzt nicht nur mehr ein billiger Abklatsch von einem Scout oder einem Krieger ist, sondern dass er was Eigenständiges mit sich führt. Und ich finde auch, dass er auf jeden Fall variabler geworden ist. Dass natürlich der Schaden, der hier immer noch so dasteht, too much ist, das ist ganz klar. Und sie haben natürlich den Fehler gemacht und das räumen sie auch ein, zumindest in den Producer Notes 7, die gestern Nachmittag online gekommen sind. Also erst waren die 6, warum der Druide überhaupt geändert wird, kürzlich zum Wechsel, zum Rework und dann nochmal gleich auch zum geplanten Fix des Problems, gleich nochmal eine Producer-Note rausgehauen, dass kein Beta-Test gemacht wurde. Und ich denke mal, die Reaktion der Community hat auch nochmal gezeigt, dass das dringend notwendig ist. Also immer wenn entweder neue Chars eingeführt werden oder reworked werden sollen, rebalanced werden sollen, macht das bitte über den Beta-Server. Ihr habt gesehen, wie schnell das Feedback kommt. Ich muss Player zugute stehen, dass sie erstens so clever waren, dass sie das mitten in der Woche gemacht haben. Ja, das heißt, na, nicht wie wir auch schon hatten, dass am Freitag irgendwas passiert und dann natürlich irgendwie ein Teil des Teams auch Wochenende hat. Sie haben sehr schnell reagiert. Es wurde auch sehr schnell offiziell gemacht. Das sind so Sachen, die auch früher nicht immer passiert sind. Die zeugen von Transparenz und das finde ich gut. Und warum wurde jetzt aber eben kein Beta-Server-Test gemacht? Vielleicht hat die Zeit ein bisschen gedrängt. Nee, das Thema wurde da auch nicht angesprochen. Das ist halt ein bisschen schade. Ich denke, spätestens jetzt sollte das Bla ja auch gelernt haben, dass das unmittelbar notwendig ist. Und man kriegt ja wirklich sehr schnell viel Feedback. Als ich mir diesen First Review angeguckt habe und ihr seht ja, dass ich das schon auch, sage ich mal, etwas deeper teste. Ja, das Video war ja auch ein bisschen länger dadurch. Haben ja schon so viele im Discord. Da war ja schon das Discord zu. Das heißt, die Änderung kam ja schon viel eher in einige Stunden und viele Spieler haben das schon getestet, weiträumig getestet. Da kam ich noch gar nicht dazu. Na, also die Community im deutschen Bereich, selbst aber auch im polnischen, tschechischen Bereich, die ist da extrem groß und gibt auch extrem schnell Feedback. Deshalb bin ich mir sicher, dass das so nicht mehr passiert. Wie damit jetzt umgegangen wurde, erstmal von der Reaktionsschnelligkeit ist sehr gut. Natürlich gab es hier auch wieder jetzt ein Folgeproblem. Und zwar das, dass jetzt natürlich der Druide
ja, für einen halben Tag oder einen Tag oder ein bisschen länger halt unglaublich overpowered ist, weshalb manche Spieler halt sehr viele Dungeons jetzt nachgeholt haben, ne, aufgeholt haben, wie auch immer, sich in der Ehrenhalle vorgekämpft haben. Und da muss ich sagen, Leute, spätestens, vielleicht schon eher, aber spätestens als der Arena-Manager eingeführt wurde, war eigentlich klar. Ja, natürlich habe ich das auch gerne mal gemacht, aber jetzt auch ein Teil meiner Pilze sind ja gesponsort, ne? Shakes and Fidget sollte ich nicht competitive spielen, ja. Natürlich ist es so, dass sich manche jetzt beschweren, dass die Demon Hunter, wieso sage ich immer da, dauernd Demon Hunter? Für jedes Demon Hunter, was ich sage, müsst ihr einen kurzen trinken, ja. Seid ihr dicht. Ja, dass die Druiden da jetzt halt ein bisschen abgehen, aber ja, ich meine wiederum, wenn man jetzt gesagt hätte, der Server wird rerollt, ja, auf Stand vorgestern oder sowas, dann hätten auch wieder andere Spieler gemeckert, die halt nicht die Chance haben, die Alu nachzuspielen jetzt und sowas. Ne? Also es gibt halt immer beide Seiten, das ist ein bisschen doof. Der Fehler hätte einfach vermieden werden können, indem man den Beta-Server nutzt. Und ja, wie gesagt, dass es gemacht wurde, ist ja an sich nicht schlecht, nur eben die Art und Weise war nicht optimal. Und jetzt ist es halt so, dass der Demon Hunter, also bei mir wird jetzt noch der Demon Hunter, wie er ursprünglich reworked wurde, angezeigt. Eigentlich soll der Swoop Damage hier nur noch, wie viel waren das? Ich glaube, ja, der Swoop Damage auf 400% reduziert. Die Chance Reduction ist auf 5% erhöht. Also, dass 5% geringere Chance ist. Also, es geht zwar von 50 aus, dann ist es aber halt nur noch 45. In der Tigermaske ist der Extraschaden nur noch 200%. Naja, das war ja so krass. 300%, ich habe es gesagt. Der normale kritische Damage-Bonus sind 100%. Dann kriegt man 65 durch den oder 75 durch den Gladiator und nochmal 5 für die Rune. Das heißt, insgesamt sind selbst 200% immer noch doppelt so viel, als man sowieso schon hatte. Dafür ist aber auch die Chance auszuweichen noch reduziert worden auf 35%. Was natürlich bedeutet, ne, wenn er nicht ausweicht, dann kann er auch nicht so einen kritischen Schaden machen. Also, das klingt schon besser. Die Bärenmaske würde gar nicht angetastet. Also, die bleibt so, wie sie ist. Sie war tendenziell die schwächste Maske. Das hat sich jetzt vielleicht dann nochmal ein bisschen geändert. Also, ich muss schon sagen, dass der Druide jetzt, ha, ich habe Druide gesagt, ja, jetzt immer noch recht stark scheint. Also ich bin mir nicht sicher, selbst mit der Reduzierung, mit den Nerfs, ob das vom Balancing her reicht. Man muss natürlich dazu sagen, dass gegen Mages und Barden der Druide anscheinend auch nur noch 50% Schaden macht als zuvor. Das heißt, in der Eagle-Form war er sehr stark gegen Magier, hat er halt einen doppelten Nerf, aber in der Bärenmaskenform hat er nur 50% Damage-Reduzierung nochmal drin. Also, na, ja, 50% nochmal von 44 sind halt 22%. Aber wir haben ja festgestellt, dass er 80, 120% extra Bonus bekommen kann, wenn er halt lange durchhält. Also insgesamt macht er schon noch ein bisschen mehr Damage als vorher gegen Magier, wenn die Runden halt relativ lang gehen, die Angriffsrunden. Ich denke, dass das schon noch interessant sein kann für den Druiden. Das wird man jetzt sehen. Ja, also es wurde auch geschrieben, dass die Änderungen eigentlich schon implementiert sind, aber die Anzeige der Änderungen ein Client-Update erfordert und dass es sein kann, dass die Dodging-Behavior noch nicht so richtig funktioniert. Das soll da aber dann wohl spätestens nächste Woche gefixt sein. Also ein bisschen Feintuning bedarf sowieso noch. Und ja. Ich fand es aber halt wichtig zu erwähnen, dass, wie gesagt, ein paar Sachen halt echt cool sind. Ich finde auch das Design echt cool. Ich finde es das schön, dass die Farbe sich ändert teilweise bei den Pfoten und so. Also das hier bei den Bären zum Beispiel, das fand ich mega cool. Ne? Also ich kann es euch ja nochmal zeigen. Na, wenn der jetzt hier halt Server cannot be reached. Okay, nice. Oh, warte mal, hat sich das jetzt schon geändert? Nee, hat sich noch nicht geändert. Wäre jetzt lustig gewesen. Gehen wir halt hier nochmal rein. Ja.
Okay. Ja, jetzt hat sich die Farbe geändert, weil ich halt. Das bedeutet, ich mache halt mehr Schaden. Ne? Also, das finde ich halt auch mega geil, sowas. Das hat mir auch beim Baden schon gefallen. Da waren es auch die Töne und so. Also vom Designtechnischen, ich finde es echt super, die Art und Weise. Ne? Und das kommt ja auch sonst immer zu kurz, so ein Lob. Ne? Also deshalb ist das schon ganz nice. Und ich vermute, dass der Droide auf jeden Fall etwas flexibler geworden ist, dass man häufiger die Maske wechseln wird. Und ich vermute, dass er insgesamt immer noch recht stark ist. Das wird man dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein bisschen genauer sehen können, möglicherweise. Ja, trotzdem aus meiner Sicht gut, wie transparent halt damit umgegangen wird. Und ich meine, es ist ja trotzdem jetzt auch so, dass der legendäre Dungeon ja anstand, auch schon getestet wurde. Also es sind ja mehrere Themen auch parallel. Ich will das jetzt nicht alles schönreden, aber wir hatten schon schlechtere Zeiten. Ja? Und ich bin da guter Dinge. Deshalb ja, freut es mich halt auch, dass ihr die Chance habt, im legendären Dungeon nochmal meinen Code zu nutzen, den ihr hier die ganze Zeit auch eingeblendet seht. Gönnt euch die 50 Pilze auf eurem Char, definitiv. Und dann würde ich mal sagen, ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder Kommentare, lasst mich gerne wissen, bin ich bei euch. Haut auf jeden Fall rein. Tschüss und Servus, euer lieber Basti.